Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Schminkkörbchen packen für die nächsten 2 Wochen und ein bisschen quatschen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ja, Wie ihr seht, befinden wir uns hier in einer ganz anderen Location und zwar in meinem Wohnzimmer. Und einfach aus dem Grund, weil ich mein Studio befindet sich in meinem Büro und mein Büro ist ziemlich klein und es gibt da ein großes Fenster, aber es ist halt so gelegen, dass das Zimmer relativ dunkel ist, um Kameraaufnahmen zu machen. Und das hat man vielleicht im letzten Video gesehen, ganz sicher hat man das gesehen. Deswegen, ich war total unzufrieden mit der Qualität vom Video und die Lichtverhältnisse waren furchtbar. Eine Zuschauerin hat mir geschrieben, es wäre sehr, sehr gelbstichig. Ja, und deswegen, ich war total unzufrieden und deswegen habe ich das Video wieder runtergenommen. Es war übrigens ein Aufgebrauchtvideo für den Monat Januar. Ja, das lassen wir jetzt mal ausfallen. Und heute geht es um ein Schminkkörbchen packen. Also ich packe Sachen, die ich benutzen werde für die nächsten 2 Wochen, ohne diese auszuwechseln, weil ich doch einige Sachen habe, die ich aufbrauchen muss. Und bei mir ist es so, dass ich ja, dass ich mir immer denke, du musst erstmal ein Produkt aufbrauchen und dann darfst du erst das nächste nehmen. Was natürlich Blödsinn ist, weil dann die anderen Produkte schlecht werden, ist klar. Bis man ein Schminkprodukt aufgebraucht hat, dauert es ewig. Und von daher habe ich gedacht, packe ich mein Schminkkörbchen. Das habe ich ja bei vielen gesehen, besonders hier bei der Vanessa. Die macht das ja auch immer toll. Oder ich glaube, Melo Flori hat das auch gemacht. Und Miss Curly Jane und noch viele andere. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Make-up is my passion auch. Auch eine ganz tolle, interessante Person. Alle YouTuberinnen, die ich genannt habe, werde ich unten in der Infobox verlinken. Ja, es geht einfach darum, dass ich Produkte heraussuche, die ich ausschließlich benutzen werde. Und ich erzähle euch mal ein bisschen zwischendurch was und schminke mich gleichzeitig dabei. Ich habe meine Haare gewaschen. Und habe Gesicht gewaschen und Tagespflege aufgetragen. Fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar brauche ich ja erstmal einen Primer. Und ich habe mir gedacht, mein letzter Primer ist mir alle gegangen. Da habe ich euch im Aufgebrauch-Video gezeigt, welches natürlich jetzt nicht online ist. Das ist der Primer, den ich gerne ausprobieren möchte. Das ist von der Firma Noga Noga vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ne, Uoga Uoga. Uoga Uoga, müssen wir eben selber lesen. Hier. Da oben. Das war in einer Vegan Beauty Basket und zwar ist das ein Natural Make-up Primer. Das ist so ätzend mit diesem ganzen Herumtransportieren, der ganzen Ausrüstung. Was heißt ganze Ausrüstung? Das ist dieses Ringlicht, was hier steht und die Kamera und beim Transport ist mir die Kamera vom Ringlicht voll auf den Boden gefallen, aber die ist noch heil geblieben. Ja, jetzt muss ich so ein bisschen mit den Lichtverhältnissen herumexperimentieren. Ja, werde ich ja dann am Ende feststellen, wie das Ganze ausfällt. Ja, das trage ich jetzt einfach mal hier aufs ganze Gesicht auf. Ich habe es noch nie ausprobiert und ich kann schon jetzt sagen, es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das ist bei den meisten Cremeprodukten im Naturkosmetikbereich, ja, dass sie einfach anders sind. Die sind anders in der Konsistenz und das hier zum Beispiel ist sehr, also es ist sehr, sehr, sehr schnell trocken. Und ich kann das nicht mehr bearbeiten. Das ist schon trocken. Und wenn ich da jetzt herumrubbele, dann ne, geht nicht. Das ist trocken. Das hat sich jetzt mit meiner Haut so verschmolzen,
Ja, es ist ein wirklich natürlicher Primer, was die Farbnuance betrifft, passt sich meiner Haut total an, also man sieht überhaupt gar nichts. Ja, ich werde mal schauen, was der als Primer taugt. Die Anwendung ist ja, gewöhnungsbedürftig, weil die wirklich sehr, sehr schnell trocken ist, sehr schnell trocknet auf der Haut. Und man halt nicht nachbearbeiten kann. Von Primern kennt man das ja, dass sie, wenn sie Silikon in sich enthalten, dass man da so immer noch mit den Händen drüber gehen kann. Das kann man hier bei dem hier nicht. Den werde ich 2 Wochen lang nutzen und mal schauen, wie ich damit klarkomme. Dann als Make-up oder getönte Tagespflege, nehme ich die beiden mit ins Schminkkörbchen. Das ist der von Catrice, der die HD Liquid Coverage Foundation. Die ist bis zur Hälfte voll und die möchte ich gerne aufbrauchen. Und wenn wirklich mal ganz schnell gehen muss, dieses Rivaldi-Loup Perfect Teint Anti-Rötungs Tagespflege heißt jetzt nicht mehr Rivaldi-Loup, sondern Isana, und das ist halt eine grüne Paste, die sich dann dem Hautton anpasst. Heute mache ich aber ein richtiges Make-up drauf und einfach aus dem Grund, weil ich hier ein paar Hautunreinheiten habe. Und dann nehme ich einfach eine Pipette, tröpfle mir das auf meinen Handrücken und gehe mit den Händen damit übers Gesicht. Ihr könnt das natürlich mit dem Pinsel machen, aber ich komme mit den Händen einfach am besten klar. Mit dem Pinsel eigentlich überhaupt nicht. Und dann gehe ich mit dem Make-up-Schwämmchen nochmal drüber. Klopft das Ganze ein. Und ich muss sagen, in Verbindung mit diesem Primer, ja, ist es noch schwieriger aufzutragen als sonst. Ich bin mal gespannt. Ja, dann gehe ich mit dem Make-up-Eye von Real Techniques nochmal drüber. Und klopft das Ganze nochmal ein. Und weil sie jetzt nicht ganz krass deckend ist, die Foundation, gehe ich mit dem Fit Me Concealer als quasi als Abdeckcreme über die Hautunreinheiten. Deckt das Ganze nochmal ab. Und gehe dann mit dem Schwämmchen nochmal drüber. Und ich nutze sehr gerne eine Eyeshadow Base. Das ist in diesem Fall diese. Hier habe ich auch noch, nee, habe ich einmal getestet. Ja, die möchte ich jetzt auch mit ins Wochenprogramm reinnehmen. Auch eine Naturkosmetikmarke aus der Vegan Beauty Basket. Und da braucht man wirklich sehr, sehr wenig von. Für beide Augen kaschiert einfach die Äderchen und die roten Stellen, und dann gehe ich noch mal mit dem Make-up-Eye drüber. Ich wollte ja auch zwischendurch mal so ein bisschen quatschen. ja, quatschen und schminken geht bei mir jetzt nicht so gut, aber wenn das die anderen das können, kann ich das auch. Nein. Nein. Also die Mädels, die ich genannt habe, die sind wirklich 1A in diesem Bereich und möchte mich mit denen nicht messen. Dann machen wir weiter mit, also ich würde weitermachen mit Puder, muss allerdings sagen, dass man bei dieser Make-up-Base kein Puder mehr braucht. Also die mattiert wirklich, obwohl ihr Glow steht. Ich weiß nicht, warum hier Glow steht. Keine Ahnung. Also ich sehe da überhaupt keinen Glow. Aber was dieser Primer macht, ist,
trocken, matt. Aber wenn ich Puder benutze, dann benutze ich von Clarins ein Puder. Da ist auch ein Riesenhitzepan drin. Das möchte ich gerne endlich mal aufbrauchen. Dann gebe ich so ein bisschen Konturfarbe von Catrice in meine Kohlen. Dann hier unten nochmal, um mein Doppelkinn ein bisschen zu kaschieren, was aber nie gelingt. Was nie gelingt, egal was ich mache. Kennt ihr diese Make-up-Verwandlungskünstlerinnen aus Japan, China, aus dem asiatischen Bereich? Die können das. Das müsst ihr euch mal angucken, die können das. Und ich benutze meistens kein Rouge, sondern werde vielleicht nächste Woche, ich werde in 2 Wochen, meine ich, oder vielleicht nächste Woche, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall benutze ich hier dieses, das ist ein Highlighter, eigentlich ein Highlighter. Ich benutze es zusammen als Highlighter und Blush, weil ich finde, dass es eine richtige tolle Kombo gibt. Also es gibt dem Gesicht eine richtig tolle Frische und das ist übrigens der Highlighter von Rossmann, nennt sich Moondust. Den gibt es auch noch zu kaufen und das reicht dann auch. Und hier nochmal der Hinweis, ich bin kein Profi, ich mache das so auf meine Art und Weise, wie ich damit am besten klarkomme. bestimmt falsch würde ich nicht sagen, weil es gibt kein Falsch. Jeder macht es so, wie er kann und am Ende zählt das Endergebnis. Genau. Und dann gehe ich nochmal hin mit dem Puderpinsel und vermische das Ganze. Oder blende das Ganze so ein bisschen aus. In der Kamera sieht man wahrscheinlich nichts, aber hier im Spiegel kann man schon einen Unterschied erkennen. Das ist der Catrice Eyebrow Lifter, den gibt es nicht. Der wurde aber auch gehypt. Das ist quasi ein Highlighter. So eine Art Highlighter, hält das Ganze auf unter dem Augenbrauenbogen und liftet optisch die Augenbrauen. Und bei mir ist es ja, beziehungsweise ich habe ja Schlupflider und ich finde, das macht schon einen kleinen Unterschied. Und für die Augenbrauen nutze ich von NYX. Das Tame and Framed, das ist die Pomade und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit ihr, weil die wirklich sehr gut auf dem Auge hält und es ist fast die perfekte Farbe, fast aber nur, fast die perfekte Farbe. Ich mache da jetzt auch keine große Geschichte daraus. Aus meinen Augenbrauen, ich fülle das Ganze so ein bisschen auf und dann ist gut. Es müssen auch keine Geschwister sein, denn es ist ja auch sowieso so, dass jede Gesichtshälfte anders ist. Wenn man jetzt, das ist glaube ich bei jedem Menschen so, wenn man da jetzt einen Spiegel vorstellen würde, also hier vor der Nase, dann spiegelt sich ja diese Gesichtshälfte in den Spiegel und dann hätte man quasi ein ganz neues Äußeres, also dann sieht man wirklich ganz anders aus, von daher Augenbrauen müssen keine Geschwister sein. Ja, Lidschatten. Ich nehme mit in meinem Programm, in mein Wochenprogramm einmal Creme Brûlée.
Dann einmal Catrice. Das ist ein olles Ding, aber wunderschön. Catrice My First Cupware Party. Gibt es natürlich nicht mehr. Aber bei Kleiderkreisel kann man eventuell Glück haben. Wobei Kleiderkreisel ja jetzt auch herumspinnt und auf die Idee gekommen ist, dass man keine gebrauchte Kosmetik auf Kleiderkreisel mehr verkaufen darf. Ja, ich habe Kleiderkreisel früher immer benutzt, um gebrauchte Kosmetik kaufen zu können. Ich meine, die Puderprodukte, die halten ja ewig. Und man bekommt die da einfach zu einem günstigen Preis. Und von daher verstehe ich die Reaktion von Kleiderkreisel nicht. Vielleicht ist das aus hygienischen Gründen, ob die da irgendwelche Standards ausfüllen müssen, keine Ahnung. Finde ich schon komisch. Ich gehe da jetzt erstmal hin mit dem Creme Brûlée. Trage mir das aufs ganze Augenlid und aufs ganze Auge. Wie nennt man das hier oben? Ja, aufs komplette Auge. So, jetzt klingelt's. Mal eben rangehen. So, weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Creme Brûlée habe ich aufgetragen. Das kommt auf jeden Fall in mein Schminkkörbchen. Dann trage ich My First Cupware Party auf. Mit dem gleichen Pinsel, einfach hier unten aufs Augenlid. Ich mache jetzt ein ganz normales Alltags-Make-up. ohne viel Schnickschnack. Bei mir würde das auch nicht viel bringen mit Schnickschnack und so weiter. Klingelt das schon wieder? Ja, ja, ich weiß gar nicht, was ich wollte quatschen. Ich wollte quatschen, genau. Ich wollte einfach mal sagen, also ich habe im Moment echt das Gefühl gehabt, ich stehe gerade unter Strom, weil halt so viel passiert. Ja, wir haben im Moment Saison, wir haben, ich kümmere mich ja um das Ferienhaus meiner Eltern und um die Buchung und so weiter. Dann bin ich ja Vertriebspartnerin und wir haben da im Moment auch Saison, wenn man das so sagen kann. Ja, und dann halt jetzt YouTube und ich finde im Moment, ich habe so viele Ideen im Kopf, aber ich habe mich ja eingeschränkt auf auf Donnerstags Fitness und so weiter und auf und am Sonntag auf Beauty und ich finde, ich werde das komplett, die festen Tage werde ich komplett rausnehmen, weil ich möchte da ein bisschen spontaner sein. Wenn ich ein Beauty-Video hochladen möchte, dann möchte ich nicht an feste Tage gebunden sein, sondern einfach hochladen, wie ich lustig bin. Weil manchmal kommt es vor, dass ich in einer Woche mehr Beauty-Video-Ideen habe und dann in der nächsten Woche wieder Fitness, Gesundheit und so weiter. Und von daher habe ich die Tage rausgenommen, aber es ist immer noch das gleiche Thema, was aktuell ist. Und von daher bin ich jetzt so ein bisschen erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben. Es ist ja auch immer so, man nimmt sich halt viel vor, man hat tausend Ideen, man nimmt sich viel vor, man plant auch. Und dann, wenn man in die Praxis reinkommt, dann klappt. Dann hat man sich vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Ja, genau. Und von daher gibt es jetzt auf meinem Kanal keine festen Tage mehr. Ich hoffe, das ist okay. Wenn, dann nehme ich hier diesen Eyeliner von Catrice, den Calligraph. Ich finde, mit dem kann man super präzise malen und ich mache da jetzt auch gar keine große Sache draus. Ziehe das so ein bisschen über meinen Wimpernkranz. Dann werde ich die Lash Princess benutzen. Ich finde, die ist gar nicht schlecht, weil sie einfach einen guten Schwung macht und die Farbe da verteilt, wo sie auch hingehört. Ja, ich finde die Zauberlänge, ich komme mal ein bisschen näher dran wieder.
Ich finde, die Zauberlänge, seht ihr das hier? Und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Und die kostet, ich glaube, 2, 3 Euro. Genau, als Eyeliner nehme ich noch das hier mit ins Körbchen. Und zwar ist das von Essence Metal Art Lip and Eyeliner. Ja, wenn ich mal so ein bisschen Abwechslung haben möchte. Ach ja, habe ich auch noch vergessen. Als Lidschattentopper benutze ich dieses oder nehme ich dieses Color Tattoo von. Ist das von Maybelline? Ja, von Maybelline mit rein in der Farbe Pink Gold. Auf jeden Fall den hier. Das ist von Essence. Ach, ein ganz alter, der aber noch sehr gut funktioniert und auch nicht riecht. In der Farbe Come Naturally, also ist ein ganz schöner Nude-Ton. Und ich glaube, ich nehme noch den hier mit rein. Das ist von Turn It Up, ein Lip Cream in der Farbe, weiß ich nicht, ist schon abgegrabbelt. Ja, ist schon abgegrabbelt und gerade aus dem Grund will ich das hier ein bisschen öfter nutzen, weil ich denke, dass das nicht mehr so lange halten wird. Ich tue jetzt einfach meinen normalen Nude-Lippenstift drauf. Und ich finde den sehr gut, weil man einfach so drüber gehen kann. Man braucht auch keinen Konturenstift. Und ja, ich finde, es wirkt sehr, sehr natürlich. Und wenn ich dann so ein bisschen glänzen möchte, dann zwar von Etrebelle, das ist ein Lipgloss. Gebe ich dann auch nochmal hier drüber. Und fertig. Jo, das war's eigentlich. Ich habe jetzt nicht so viel gequatscht, denke ich, über andere Themen. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen üben. Aber es ist nicht so einfach, dich zu schminken und gleichzeitig nachzudenken und dann was Vernünftiges von sich zu geben. Ja. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.